Die erste Chance für Ibe gab es nach 90 Sekunden. Freistoß Farnerud. Und Tor! 1:0, das ging ja schon mal effizient los. Und wir klären zwei Fragen. Wer war der Torschütze und war da alles korrekt? Jérôme Schneider war jedenfalls beteiligt. Er lenkte den Ball ins eigene Tor. Hier, allerdings bedrängt von Veskovac, und der stand im Abseits bei der Kopfballverlängerung von Alain Neff. Schiedsrichter Sascha Kever gab den Treffer trotzdem. Zwei Minuten später die erste Servet-Möglichkeit. Ödis enteilte der IB-Abwehr, Wölfli mit dem Fuß dazwischen, Witkiewicz traf auch. Servet startete ebenfalls höchst effizient 1:1 in der vierten Minute. Ja, diese Effizienz passte Christian Groß dann schon weniger. Veskovac verlor zuerst das Laufduell gegen Ödis, dann ließ er den Schuss von Witkiewicz durch die Beine passieren. Der Auftakt hatte mehr versprochen, als das Spiel dann hielt. Schon über eine halbe Stunde vorbei. Plötzlich, Jarte, gedanklich schneller als Sutter, Veskovac im letzten Moment dazwischen. Auf der anderen Seite Fehler Jérôme Schneider. Nuzzolo plötzlich mit viel Platz. Costanzo, sein Schlenzer, streifte die Torlatte. Das war gut, aber nicht effizient. Doch Costanzo reklamierte Handspiel. Und tatsächlich, Christopher Rutis hatte sich in den Schuss geworfen, war mit der Hand noch leicht dran, vielleicht aber entscheidend, hätte Penalty geben müssen. Kurz vor der Pause, Degen mit einem Energieanfall. Vorbei an Rüffli, Abschluss mit links, González nur bis Bienvenu, der bleibt hängen, Nuzzolo traf auch nicht. Auch hier wurde noch Handspiel reklamiert. Nach dem Schuss von Bienvenu, Jérôme Schneider, da ging der Arm aber nicht zum Ball. Alles korrekt, 1:1 der Pausenstand. Das Team von Christian Groß hatte noch Steigerungspotenzial. Zweite Halbzeit, wir starten wieder mit einem Freistoß von Farnerud. Und wieder Tor, Veskovac. Doch der Jubel verfrüht, der Treffer zählte nicht wegen Abseits. Veskovac noch nicht beim Freistoß, aber beim Kopfball des eingewechselten Schnäuli klar im Abseits. Weiter 1:1. Freistoß Servet, Rüffli. Der Ball senkt sich spät auf die Latte. Ja, Glück gehabt, Marco Wölfli. Da wurde der Nazi-Keeper überrascht. Ibe brachte nicht mehr viel zustande. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Raimondi plötzlich allein. Nochmals Raimondi. Schnäuli. Degen, Schnäuli. Nein, das war einfach zu wenig. Drei Tage nach dem Europa League Quali-Spiel gegen Westerlo, Ibe heute weder überzeugend noch effizient. Schauen Sie, wenn man am Donnerstagabend international spielt. Dann habe ich schon im Vorfeld von der Meisterschaft gesagt, ich würde es lieber vorziehen, wenn es nur zwei Tage später ist, am Samstagabend zu spielen. Wenn Sie dann am Sonntag bei dem herrlichen Wetter, bei dieser Wärme im Fußball spielen, ist das für den Körper sehr, sehr schwierig. Das ist eine riesen Umstellung. Der Platz war sehr stumpf gewesen. Man hätte zu wenig wässern können, weil zum Teil schon Fernsehkameras positioniert waren. Das ist ein bisschen unglücklich. Also wir müssen da in Zukunft schon die bessere Lösung finden. Der IB-Angriff heute also wieder Platz stumpf. Und deshalb gab es gegen Aufsteiger Servet einen Abgang mit hängenden Köpfen.